Liebe Zuschauer, liebe Pesoten, heute gibt es auf vielfachen Wunsch wieder etwas über meine geliebten Indianer. Ihr findet zu meinen Indianer-Legenden auch eine eigene Playlist hier in meinem Kanal. Bei dem, was ich euch heute erzählen werde, schränke ich mich bei den Indianer-Legenden auf ein spezielles Thema ein und zwar das Thema NTE, also Nahtoderfahrung. Und kurz einleitend für euch erzählt: Der Begriff Nahtoderfahrung oder n.t.e. beschreibt ein breites spektrum an tiefgreifenden persönlichen erfahrungen die häufig von menschen gemacht werden die sich in einer lebensbedrohlichen situation befunden haben. ein umstand der zur begriffsbildung beigetragen hat. im verlauf der jahre haben forscher eine reihe von elementen und gefühlen identifiziert die typisch für nahtoderfahrungen sind. dazu gehören unter anderem die erfahrung eines bewusstseins ohne physischen körper tunnel licht Jenseits- und sogar Weltraumerfahrung, Gefühle von Liebe, Frieden, Geborgenheit und Schmerzlosigkeit und in wenigen Fällen von Angst und Bedrängnis. Einige Betroffene berichten auch von Begegnungen mit Wesen und verstorbenen Angehörigen, mit denen sie kommunizieren. Die Bandbreite der Erklärungen, die für dieses Phänomen angenommen werden, reicht von wissenschaftlichen bis hin zu spirituellen Ansätzen. Nahtoderfahrungen werden unabhängig von der Weltanschauung in fast allen Kulturen der Menschheit erwähnt. Somit auch bei den Indianern, um wieder zu den Indianern zurückzukehren. Und wir finden bei ihnen auch einen der ältesten und detailliertesten Berichte über eine Nahtoderfahrung, die uns von nordamerikanischen Indianern bekannt sind. Dieser Bericht wurde vom Hopi-Indianer Talayeswa erzählt und ist Teil einer ausführlichen Biografie die kurz nach der Jahrhundertwende aufgezeichnet wurde. Talayeswa sieht plötzlich einen großen Menschen in Tanzrock und Schärpe an seinem Bett stehen, der sich als sein Schutzgeist entpuppt. Talayeswa fühlt sich mit einem Mal gesund und stark. Er hat den Eindruck, als schwebe er aus der Tür hinaus mit dem Wind in Richtung des nächsten Gebirges. Dort sieht er seine Mutter, die seinem Vater die Haare kämmt. Doch sie reagieren nicht auf ihn, genauso wenig wie sein Großvater. Er schwebt weiter und erreicht einen prächtigen Treppenbau, dessen Glocken im ganzen Gebirge widerhallen. Als das Läuten stärker wird, entdeckt er einen gehörnten, mit Wildleder bekleideten Mann, ein ehemaliger Häuptling. Nun besteht seine Aufgabe darin, die guten Menschen auf die glatte Straße zu weisen und die schlechten auf den holprigen Weg zu schicken. Traurige Gestalten kämpfen sich auf dem Pfad vorwärts, von ihrer Last erdrückt. Stachelige Kakteen sitzen an ihren empfindlichen Körperstellen fest. Talayeswa aber wird auf einen breiten Weg verwiesen, der zu einer Hochebene führt. Wie ein Pfeil schießt er hinauf und erblickt dort oben eine Blumenwiese und Narren, die wie Tiere bemalt sind. Die bemerken, dass sein Schutzgeist ihn noch bewacht. Darauf schwebt er wieder zurück. Unterwegs wird ihm die Hölle gezeigt. Menschen werden in flammende Gruben gestoßen und verwandeln sich in krabbelnde Käfer, die am Grunde der Grube hausen. Talayeswa bewegt sich wieder in Richtung seines Krankenbetts. Als er dort ankommt, hört er plötzlich, wie jemand sagt, sein Puls schlägt. Als er später wieder zu sich kommt, bemerkt er überrascht, dass seine Verwandten schon alle Vorbereitungen für seine Beerdigung getroffen haben. Interessant ist in dieser Erzählung die Parallele zu unserer abendländlichen Erzählung und Mythologie. Ungeachtet dieser Parallelen ist es bezeichnend für die spirituelle Einstellung der Hopi, dass dieser Bericht keineswegs als eine durch Krankheit verursachte geistige Verwirrung wegerklärt wurde. Talayeswa gilt vielmehr als jemand, der tatsächlich das Reich der Toten gesehen hat und so wurde sein Bericht auch von anderen aufgenommen. Und immer ehrfurchtsvoll weitererzählt, so wie ich das gerade eben auch gemacht habe. Und dies trifft auch auf den Bericht zu, der einige Jahrzehnte später vom amerikanischen Anthropologen Hallowell in den 40er Jahren niedergelegt wurde. Alfred Irving Pete Hallowell war ein amerikanischer Anthropologe, Archäologe und Geschäftsmann. Er wurde in Philadelphia, in Pennsylvania, geboren und besuchte die Wharton School der University of Pennsylvania. Er war Schüler des Anthropologen Frank Speck. Von 1927 bis 1963 war er Professor für Anthropologie an der University of Pennsylvania. Und Hallowells Hauptstudiengebiet waren die Indianer. Im Jahre 1932 hatte er sechs Monate bei den Salto-Indianern verbracht, die in Kanada nahe des Winnipeg-Sees leben. Unter den Salto sind Nahtoderfahrungen nicht selten. Im Unterschied zu einfachen Träumen werden diese Erfahrungen aber als wahrhaftige Reise in das Geisterland angesehen. Wie dieses Land aussieht, können wir, meine lieben Zuschauer und Zuhörer, aus dem folgenden Bericht lernen. Der indianische Erzähler berichtet Hallowell von einem weiteren Indianer. Ich sah einen Mann, der tot war und zwei Tage dalag. Er hatte mir erzählt, was er erlebt hat. Er spürte nie Schmerz. Er dachte, er würde schlafen gehen. Plötzlich, sagte er, merkte ich, wie ich auf einem guten Weg ging. Ich folgte ihm und kam zu einem Wickwamm. Dort sah ich einen alten Mann. Er fragte mich, was tust du hier? Ich sagte ihm, ich ginge einfach hier lang. Du hältst besser an und isst etwas, sagte der Mann. Ich sagte ihm, ich habe aber gar keinen Hunger und ging wieder weiter. Er begleitete mich. Ich zeige dir, wo deine Eltern sind, sagte er. Während wir gingen, sahen wir plötzlich einen ganzen Haufen Wigwams. Soweit ich sehen konnte, lauter Wigwams. Und der alte Mann zeigte auf eines und sagte, dahin gehst du. Da leben dein Vater und deine Mutter. Ich ging also dorthin. Im Wigwam fand ich dann tatsächlich meinen Vater. Er schüttelte mir die Hände und küsste mich. Meine Mutter war nicht da. Bald aber kam sie herein und begrüßte mich auf dieselbe Weise. Sie befragten mich über die Menschen auf der Erde. Sie wollten auch etwas über ihre Freunde erfahren. Ich berichtete ihnen, dass sie nicht krank seien. Dann wurde mir etwas zu essen angeboten. Aber ich konnte nichts essen. Bei einigen Leuten, die mich besuchen kamen, bei denen wuchs Moos auf ihrer Stirn und sie waren schon vor Jahren gestorben. Während ich sprach, hörte ich vier Schläge einer Trommel. Sie waren sehr schwach. Und ich konnte sie gerade noch so hören, denn sie waren so weit entfernt. Plötzlich dachte ich ans Zurückgehen. Ich dachte an meine Kinder, die ich zurückgelassen hatte. Ich ging aus dem Wigwam, ohne meinen Eltern etwas zu sagen. Ich ging denselben Weg wieder zurück, den ich vorhin gegangen war. Und als ich zu dem Wigwam des alten Mannes kam, war er nicht da. Ich ging einfach weiter auf dem Weg und dann hörte ich, wie mich jemand rief. Ich konnte die Stimme kaum hören. Und nicht erkennen, von wem sie stammte. Dann wurde die Stimme immer klarer. Ich wusste, dass ich näher kam. Und als ich noch näher kam, konnte ich meine Frau und meine Kinder weinen hören. Dann wurde ich bewusstlos. Ich hörte nichts mehr. Als ich meine Augen aufmachte, war es heller Tag. Doch das Tageslicht hier ist nicht so hell wie in dem Land, welches ich besucht hatte. Ich war zwei Tage gelegen aber ich hatte in dieser zeit viel weg zurückgelegt man braucht nicht um seine lieben trauern denn sie befinden sich an einem guten ort es geht ihnen dort gut deswegen erzähle ich allen sich nicht vor dem sterben zu fürchten und wie bei der anderen geschichte so bekannt uns da viele aspekte auch irgendwie anmuten aber die wanderung der führer das treffen auf verwandte und die helligkeit handelt es sich doch auch Unübersehbar um eine rein indianische Erfahrung. Und wie die Hopi teilen auch die Salto-Indianer eine spirituelle Weltsicht, in die sich Nahtoderfahrungen nahtlos einpassen. Der Völkerkundler Hans-Peter Dürr charakterisiert diese spirituelle Weltsicht mit dem sehr ausdrucksvollen Begriff der Traumzeit. Für die Salto wurden gewisse wichtige Ereignisse nicht auf einer Skala von Zeitpunkten eingeordnet. Sie waren nicht vorher oder nachher. Man könnte eher sagen, dass diese Indianer sich auf, sag ich mal, Löcher in der Zeit, auf Zeitloses zu oder von ihm wegbewegen. Die Zeit, die während dieser Bewegung verläuft, die wird nicht gezählt. Also so etwa in Tagen und so weiter. Und es ist auch nicht zutreffend zu sagen, diese Zeit sei eine Spanne zwischen wiederkehrenden Ereignissen gewesen. Vielmehr kamen die Indianer immer wieder auf dasselbe Zeitloch zu und entfernten sich aber auch von ihm. Und ich habe ja auch schon eine Folge zur Nahtoderfahrungen in meinem Kanal gemacht und ich hoffe, es hat euch gefallen zu lernen, dass auch die Indianer das gleiche, sage ich mal, in Anführungszeichen, denken seit Generationen teilen. Was mir somit beweist, dass wir Menschen allen irgendeinen Meisterplan verfolgen unabhängig von Rasse, Geschlecht, Religion und so weiter. Also Nahtoderfahrungen können somit folgende Religions- und kulturunabhängige Eigenschaften mystischer Erfahrungen beinhalten. Einheitserleben, Transzendenz von Zeit und Raum, tief empfundene positive Stimmung, Gefühl der Heiligkeit, der Objektivität und Realität, Unaussprechlichkeit, Paradoxie und Flüchtigkeit des Erlebens. Damit sind Nahtoderlebnisse die häufigsten mystischen Erfahrungen überhaupt. Was ich sehr interessant finde. Ich hoffe ihr auch und dies schließt meine Folge für heute ab. Wie immer freue ich mich über tolle Kommentare von euch. Ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Also macht es gut. Euer Peso. Servus.